Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer Rezension von mir. Heute gibt es ein Double Feature von Maggie Stiefvater und zwar mit beides Folgebänden und zwar ist das Schimmert die Nacht und Was die Spiegel wissen. Wir beginnen mit Schimmert die Nacht und das ist der vierte Band und ein Spin-off von der Nach dem Sommer-Reihe. Nach dem Sommer ruht das Licht in deinen Augen. Tja, und jetzt kommt eben dieser vierte Band dazu, in dem es um zwei Charaktere aus der ursprünglichen Reihe geht, die auch schon einen Point of View in der ursprünglichen Trilogie hatten. Allerdings jetzt liegt der Hauptfokus auf den beiden und wir haben von Sam und Grace auch gar keine Point of View Kapitel mehr. Generell kommen sie so gut wie gar nicht vor, außer dass sie ab und zu mal angerufen werden, um ihnen die aktuelle Lage zu erklären. Ja, in Schimmert die Nacht geht es um Cole und Isabel. Zwei Charaktere, die mir in der ursprünglichen Trilogie total gut gefallen haben, die in diesem Buch allerdings so ein wenig meine Begeisterung verloren haben. Oder gar nicht so sehr die Charaktere an sich, denn die mochte ich immer noch total gerne, weil Cole und Isabel einfach toll sind. Ich mag sie super, super gerne. Ich mochte sie auch hier. Ich finde, sie passen super zusammen. Das Einzige, was mich an dem Buch halt einfach gestört hat und warum ich da überhaupt nicht reinkommen konnte, war halt der fehlende Plot. Und wenn ich fehlender Plot sage, dann meine ich fehlender Plot. In Schimmert die Nacht geht es um Cole, der nach, ich weiß gar nicht mehr welche Stadt, irgendeine Stadt in Amerika an der Küste, wo Isabel aktuell lebt, eben dahin zieht und seine Musikkarriere wieder aufbauen will. Gleichzeitig ist er ja immer noch ein Wolf. Er benutzt das so ein bisschen ab und zu als eine Art Droge, um der Wirklichkeit zu entfliehen. Und er beginnt dann eben so eine Musikshow im Prinzip. Also eine Musikshow, wo er der Star ist und wo das so ein bisschen Reality-TV-mäßig gedreht wird. Und die Produzentin eben immer versucht, ihn so ein bisschen über die Over the Edge zu bringen. Isabel ist halt auch da und hat immer noch mit ihrem Familiendrama zu kämpfen und kommt damit nicht so ganz klar mit dieser ganzen Reality-TV-Sache, die Cole da macht. Und generell geht es so ein bisschen um das Musikbusiness und darum, dass es eben nicht nur um Musik geht in dem Musikbusiness. Und wenn ich jetzt sage, da fehlt der Plot, dann meine ich damit, dass es in Schimmert die Nacht nichts anderes gibt, als das, was ich euch gerade erzählt habe. Fantasy-mäßig passiert da rein gar nichts. Dieses Buch hätte auch wunderbar ohne den Fantasy-Aspekt geschrieben sein können und es hätte absolut nichts gefehlt, dass man gedacht hätte, oh Gott. Natürlich ist das mit Cole und seinem Drogenkrams da immer so ein bisschen schwierig, aber das ist auch die einzige Stelle, wo das tatsächlich vorkommt. Richtig aufgelöst wird das Ganze auch nicht. Selbst für eine Contemporary-Geschichte würde ich sagen, da fehlt mir persönlich so ein bisschen die Handlung. Und man hat halt hier auch nicht diesen ganzen Kennenlernaspekt, den man in normalen Contemporary-Geschichten eben hat. Und der mir immer am besten gefällt, weil das so dieses süße, amüsante Kennenlernen, diese schöne Phase, die fehlt hier natürlich, weil wir die schon in der ursprünglichen Trilogie hatten. Insgesamt fand ich persönlich das Buch fast schon langweilig und ich bin ein Fan von Cole und Isabel. Also ich würde ja sagen, ich empfehle es allen Cole und Isabel Fans, aber ja, ich empfehle es auf jeden Fall nicht denjenigen, die bei der Nacht im Sommer Trilogie schon gesagt haben, ihnen ist das zu wenig Action, weil in Schimmert die Nacht gibt es wirklich noch viel weniger. Wer sich aber auf den wunderschönen Schreibstil von Maggie Stiefvater einlassen möchte und wer mehr über, ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt heißt, L.A., genau. L.A., Amelie. L.A. Ja, die Stadt, die ist wunderbar beschrieben. Es wird sehr viel darüber berichtet, wie es in L.A. ist, wie das Leben da ist, wie toll die Stadt ist. Es kam mir manchmal so ein bisschen vor wie so eine Werbereklame, aber es hat wirklich, der Schreibstil ist halt einfach, und die Charaktere, ich liebe die Charaktere. Insgesamt sind es dann so circa 2,5 Sterne geworden, was ich ein bisschen schade finde, weil Maggie Stiefvater halt einfach schreiben kann. Was sie auch beweist in Was die Spiegel wissen. Was die Spiegel wissen ist der dritte Band von der Raven Boys Reihe. Den ersten, Wen der Rabe ruft, und den zweiten, Wer die Lilie träumt,
habe ich euch bereits rezensiert. Und zwar findet ihr das Video unten in der Infobox. Ich werde euch auch noch die Rezension von In deinen Augen und Ruht das Licht, ich glaube, die habe ich als normale Rezension. Vorher war das einfach nur ein Nach dem Sommer von Maggie Stiefvater. Ich lese die Kurzbeschreibung vor. Ich lese meine Rezension von Blogspot vor. Ende des Videos. Ja, was die Spiegel wissen. Ich bin ein riesiger Fan des ersten Buches. Ich fand das mega hammergeil. Im zweiten ist mir ein bisschen zu wenig passiert. Und im dritten... Temtem. Pass auf! Ich liebe diese Reihe, ja? Ich liebe sie abgöttisch. Und dieses Buch zu lesen war für mich ein Genuss pur, weil ich in letzter Zeit total Probleme habe mit dem ganzen Jugendbuchmarkt, weil mir das alles zu viel Love-Drama ist und immer diese naiven Prinzesschen mit ihren Krönchen auf dem Kopf am besten noch. So diese ganzen Geschichten, die gehen mir auf den Keks. So, und diese Reihe ist einfach was anderes. Es ist einfach was völlig anderes, weil die Atmosphäre so mega genial ist und ich liebe die Charaktere, wirklich. Man hat das Gefühl, diese Charaktere sind so greifbar. Man, als ob man ins Buch reingreifen könnte und sie rausziehen könnte und sie würden vor einem stehen. Man hat so ein klares Bild vor Augen. Alle Charaktere, wirklich alle, vergöttere mich Stiefvater dafür. Es ist so cool gemacht und sie kann so mega gut schreiben. Diese ganze Idee dahinter, also dass sie nach diesem verschwundenen König suchen, der, wenn man ihn aufweckt, einem einen Wunsch erfüllt, ist eine sehr außergewöhnliche Idee, finde ich. Und die Umsetzung ist auch nochmal ganz außergewöhnlich, weil es so diese ganze Atmosphäre von der Geschichte und einfach alles so gut gemacht ist. Das einzige Problem, wie auch schon bei Band 2, ist so ein wenig, dass mir die Handlung ein bisschen zu wenig ist. Das Buch hat von mir 4,5 Sterne bekommen, was halt aber auch viel damit zu tun hat, dass ich, wie gesagt, mich hier so zu Hause gefühlt habe. Ich fand das so abwechslungsreich, dieses Buch einfach nur mal wieder zu lesen. Zwischen all diesen ganzen 0815 Geschichten. Ich musste dem 4,5 Sterne geben, auch weil ich dem bei Goodreads dann 5 Sterne geben konnte und das erste und bisher einzige Buch ist, was bei Goodreads von mir 5 Sterne bekommen hat dieses Jahr. Und ich dachte mir so, du musst, Amelie, du musst. Sonst ist ja kann nicht vorbeigehen, ohne dass du so ein Buch gelesen hast. Und ich sehe meine Fälle so ein bisschen schwimmen, so sagt man das doch, ne? Weil wir haben jetzt Ende September und es dauert nicht mehr lange bis Oktober und dann sind es noch 3 Monate und so viel kommt da jetzt nicht mehr raus. Dieses Buch war einfach, es war toll. Es war wirklich toll. Am besten war die Szene mit Blue und Genzi im Auto. Die war auch so tiefgründig und ihre Reaktion und... ja. Es ist auch das erste Buch, wo ich bei 2 männlichen Charakteren tatsächlich die schippe. Sowas ist mir bisher noch nie passiert, weil ich das immer sehr aufgesetzt finde in den meisten Büchern, wenn da homosexuelle Beziehungen irgendwie geschildert werden. Hier ist es halt so, dass man die ganze Zeit diese Vibes spürt bei Adam und Ronan und das ist halt wirklich auch nicht so dieses Insta-Love-mäßige, weil die sind ja eigentlich Freunde und eigentlich passiert in diesem Buch auch, es passiert nichts, wo man sagen könnte, okay, da ist der finale Hinweis, aber gibt trotzdem diese ganzen Schwingungen. Ich will wirklich, dass sie zusammenkommen und Blue und Genzi natürlich. Aber es ist keine Geschichte, die auf die Liebesgeschichte total fokussiert wäre. Also die Maggie Stiefvater macht das halt sehr dezent und gut und... Oh. Aber ja, die Handlung. Die fehlende Handlung scheint echt so eine Sache bei Maggie Stiefvater zu sein, weil es kommt immer mehr in ihren neuen Büchern. Also wie gesagt, beim zweiten Band von Wen der Rabe ruft fand ich das schon. Ich fand das jetzt beim dritten Band nicht mehr ganz so krass wie beim zweiten, aber halt auch. Und bei Schimmert die Nacht war es am allerschlimmsten. Aber was die Spiegel wissen, fand ich wirklich gut. Ich finde halt einfach, dass das hier als Trilogie bestimmt besser funktioniert hätte. Oder vielleicht sogar als Dilogie, weil es sich auch vieles wiederholt. Und es ist halt einfach so, dass dieses Buch ein Buch ist, wo man echt aufpassen muss. Also man kann das nicht mal so ein bisschen überfliegen und dann liest man irgendwo anders weiter, weil sonst steht man da nur so und denkt sich so... Düdüm!
Nein, das denkt man sich nicht. Okay, vielleicht denkt man sich auch dü-düm, weil man checkt dann einfach gar nichts mehr. Gar nichts. Aber ich finde es gut, weil ein bisschen intellektuelle Herausforderung ist, hat noch niemandem geschadet. Aber es ist hier halt wie beim zweiten auch schon teilweise so, dass ich die Szenen lese und mir so denke, liebe Maggie, was bitteschön möchtest du mir damit sagen? Aber das Ende war halt auch wieder so ein extremster Cliffhanger, wo man sich so denkt, war das wirklich nötig? Ja, ich kann, was die Spiegelwissen und die Reihe auf jeden Fall empfehlen, gerade Leuten, denen es wie mir geht und die der Jugendbuchmarkt so ein bisschen nervt aktuell. Also da ist auf jeden Fall diese Reihe das allerbeste. Ja, was ist mit euch? Habt ihr die Reihen schon gelesen? Falls ja, schreibt es mir in die Kommentare. Geht es euch mit dem Jugendbuchmarkt aktuell auch so? Irgendwie ist es extrem kacke. Aber was soll ich machen? Da kann man nichts machen. Gut, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und goodbye!